muss erst mit der Burst anfangen und dann mit Ulti, mit dem anderen. Mit der FR. Fangen mit Great Aim an. Gehen schlafen am besten. Mach das da. Wenn die Truppe nicht funktionieren sollte, dann gehe ich natürlich auf Luna Freya. Dann mache ich das Dreier-Team wieder. Aber das möchte ich so gut es geht verhindern. Trotzdem schöne Zahl die ganze Zeit. Oh, darf auch nicht. Jetzt darf B nicht. Dafür darf jetzt A. Oh, war das ein Miss? Angel Wing dreimal. Ich könnte vielleicht eigentlich noch ein viertes Mal machen, aber dann habe ich für nachher keinen Angel Wing mehr. Sollte es tragischerweise nicht funktionieren. So. Ich werfe die gebreakt werde. Es geht weiter. Boom. Dankeschön für die Buffs. Freut mich sehr. Ich hab gerade jemand das Burst im Kopf, bei dem es genauso aussieht wie mit Renoir. Einfach nur was Spammer. Aber wer war das? Komm gerade nicht drauf. Wessen Burst war das? Ah, okay, doch, jetzt weiß ich wieder. Es war Makina. Bei Makinas Burst kann man einfach nur auf HP Plus drücken. Der war's. Dankeschön, dass du gemisst hast. Ja klar, und du triffst. So. Machen wir das da. Dann machst du jetzt das da. Es geht jetzt auf 60%, das ist aber nicht so tragisch. Ich habe hier einmal jemand, der die Buffs bekommt. Brave Damage Resist. Interessiert mich aber nicht. Eieieiei, was für ein Resist. Gut, dass ich Tides of Fate habe.
Gut, dass ich den mitgenommen habe, sonst hätte ich das Problem komplett. Massive Strike. Tschüss, Renoir. Ah ne, Moment, auf 1 runter? Interessant. Nochmal Renoir. Da FR setze. Ich muss jetzt FR setzen, sonst habe ich da das Problem. Oh, gute Zeit. So, machen wir das da. Auf Renoir. Dann hole ich mir da die Buffs. Er macht normalerweise wieder dann genau das. So, dann das hier auf Chor. Dann bin ich bei 7. Njong, boom. 1,6 Mille. Ja. Dann, let's go. Mal schauen, wie viele Pünktchen ich jetzt schaffe. Nummer 2. Nochmal 85%. Das Schöne ist, ich kann das weiterhin mit HP-Angriff machen. Das sind ja 36.000. ...49% runter. Oh. Noch mehr Ultima. So, jetzt mache ich aber das da. Nochmal 85%. Ein letztes Mal Ultima. Der spart 22%. Der bei 25. Jetzt bin ich mal gespannt. Na, wird nicht reichen. ...125 Millionen. Gut, mir fehlt halt Luna Freya. Eieieiei. Was machen die?
Ich gehe auf das. Es ist mir dann doch ein bisschen sicherer. Na, Reaper Scale. Moonlit auf Renoir. Du machst mir dein letztes Tides of Fate. Und gleich das hinterher. Gucke ich auf B. Prozent und 9%. Das ist nicht viel. Vor allem haben die jetzt gleich die 80%, das heißt, kann interessant werden. Da haben sie es. Da, nächstes. Ich wollte gerade sagen, jetzt wird's lustig. Moment, so wenig? Ja gut, aber... verdammt, ich hab... Oh, ich hab Evanescence zu früh gesetzt. Ich hätte da Yuna mit einem Masotto. Der Heal fehlt mir jetzt nämlich. Aber schauen wir mal, ob ich das Ganze überlebe. Da war ein Schreibfehler. Er hat Pause. Das wollte er damit schreiben. Und willkommen zurück, Bubu. Boah, das wird richtig knapp. Ach stimmt, der hat ja ein Schild. Ganz vergessen. Nee, nee. Einfach nur ein kleiner Schreibfehler. Kann jedem passieren. Glaube ich, darf das Ganze nochmal neu machen? Mir fehlt nämlich die HP.
Snowbreak auf Renoir. Dispel. Und das da. So. Muss ich irgendwie schauen? Dass ich das Ganze so hinbekomme. Dass ich diesen blöde Heal weiterhin nutzen kann. Dann muss ich einmal auf Chor. Ja, das kann sein. Das kommt hin. So. Machen wir Double Holy. Auch ja, wie gesagt, dieses Healing, den Heal. Noch bevor ich da verloren habe. Aber ja, ich weiß, was du meinst. und 8000, das wird interessant. Die sind jetzt ziemlich weit unter vom der HP. Bin bei 12.000. Enor muss drankommen, dann ist der Heal eigentlich perfekt. Aber wenn Chor da jetzt das Ganze macht, habe ich eher Befürchtung. Dass die besiegt werde. Bevor ich den Heal hab. So, ich muss das machen. Ah, verdammt. Moment, war das nicht mit Angelo Cannon, der Heal? Moment. Ich hab 1049 HP Damage, aber die sind alle drei Full Life. Hä? Ergibt jetzt gerade gar keinen Sinn für mich. Und damit fertig. Geschafft. Sehr schön. Bisschen komisch, aber es hat funktioniert.